Hallo, MacConsult, Christoph Ries, herzlich willkommen bei unserem Video-Channel. Wir haben heute ein paar neue Produkte mitgebracht, speziell für Fotografen und Filmproduktionen. Und ich bringe mal das kleine Set hier rüber rein. Es sind gleich mehrere Dinge von Sandisk Professional. Die machen sich ziemlich viel Gedanken über Workflow und haben ein sehr komplettes Produktportfolio, was Geschwindigkeit, Größe, RAID-Systeme, Speichermedien, SSDs, Festplatten angeht. Und jetzt neu auch wirklich ein sehr spezielles Produkt, ein modulares SSD-System in bester Qualität und Geschwindigkeit. Das fängt hier an mit, ich packe sie mal aus, SSD-Modulen. Da sind Enterprise-SSDs drin. Die zeichnen sich einmal durch eine riesen Geschwindigkeit aus, also interne Lese-Schreibgeschwindigkeit 3000 Megabyte pro Sekunde. Mehr geht im Moment mit der Technik nicht. Und das Ganze bringen sie über eine PCI-Schnittstelle rüber. Das bringt natürlich relativ wenig. PCI-Schnittstelle haben wir nicht am Mac, extern sozusagen. Ich nehme mal drei Stück davon und packe sie gerade aus. Dafür gibt es dann zum einen so ein portables Lesegerät. Das hat eine USB-Schnittstelle, das Kabel wird natürlich mitgeliefert. Und wenn ich die Module quasi auf Location bei meiner Film- oder Fotoproduktion hier einlege und vollschreibe, dann werden die nach und nach voll. USB-C bietet mir hier in der neuesten Version 2x2 bis zu 2000 Megabyte Lesen und Schreiben. Also nicht ganz so schnell, wie die SSD-Module eigentlich können, wenn man sie lässt. Macht aber nichts, weil die werden irgendwann voll auf der Produktion. Ich nehme mal eins, dann nehmen wir das nächste hier. Zwei, da habe ich auch schon Filmmaterial, Videomaterial draufgespielt, damit wir das gleich mal testen können, wie das ausschaut. So, und wenn ich jetzt quasi von meiner Produktion ins Hotelzimmer oder den Produktionsbus gehe, dann könnte da stationär dieses Gerät stehen. Das nimmt bis zu 4 von diesen Modulen auf, ist dann über Thunderbolt 3 angeschlossen. Thunderbolt 3 erlaubt mir dann 3 oder 4, in dem Fall kann ich auch 4 reinpacken, 4 Streams gleichzeitig an den Mac zu übertragen. Thunderbolt-Kabel ist natürlich mitgeliefert. Die passen hier vorne rein, natürlich. Ich mache das mal, einmal. Zweimal, fallen noch nicht raus, die sind so ganz leicht verriegelt, automatisch. Man hört es da so klicken. Dazu brauche ich dann einen Strom. Da wird ein USB-C-Kabel und ein Netzteil mit dazu geliefert. Das Netzteil hat 100 Watt. Und wenn ich das jetzt hier verbinde mit der ProBlade Station, heißt das Lesegerät, hinten USB-C, ist auch farbkodiert. Es wird nur kurz laut, wenn es hochfährt, ist gleich wieder still. Dann werden diese 100 Watt einmal benötigt von dem Netzteil, um das Gerät zu powern. Aber wenn ich jetzt dieses USB, also Thunderbolt 3 Kabel an das MacBook anschließe, wird das MacBook auch gleichzeitig geladen. Ich stelle es jetzt mal an meinen iMac hier an und dann gucken wir uns mal ebenfalls an, ob das in der Praxis auch hält, was es verspricht. Wir haben diese Module jetzt da drin, die sind auf dem Desktop gleich. Okay, dann kann man natürlich einmal das Filmmaterial, was jetzt einmal da drauf ist, um mal zu zeigen, wie das geht, einfach mal duplizieren. Also aus einem Ordner werden 2, aus 2 werden 4, das sind 50 GB jeweils drin. Und man sieht, wenn man das intern dupliziert, aus 4 werden 8, geht es so schnell, dass noch nicht mal das Finder-Kopierfenster aufgeht. Und das Ganze können wir jetzt aber auch mal testen in der Geschwindigkeit, hier mit unserem Tool. Und wenn wir das hier so machen, dann sehen wir, dass wir da auf 2500 Megabyte ungefähr kommen, beziehungsweise 2800 Megabyte pro Sekunde. Es kommt immer so ein bisschen in der Praxis Overhead natürlich weg. Der Rechner muss auch ein bisschen rechnen beim Kopieren. Also man erreicht natürlich nie die ganz theoretischen Werte, aber wir sind so nah dran, wie das eben möglich ist mit Thunderbolt 3. Mit 4 Speicherkarten in dem Gerät kann ich jetzt zum Beispiel mit Hetch, das ist meine bevorzugte Software, um Daten zu kopieren, 4 Streams gleichzeitig an eine oder mehrere Backup-Ziele gleichzeitig kopieren. Das ist schon mal ziemlich gut, was die Software da macht. Gibt es bei uns auch unter macconsultshop.de als Lizenz zu kaufen. Kostet gar nicht viel. Früher hat man bei Filmproduktionen oft
ShotPut Pro genannt, genau, benutzt. Und ich finde das Hedge ein bisschen besser, weil es sehr intuitiv ist und eigentlich überhaupt keine Fragen und keine Bedienungsanleitung braucht. Ja. Was ganz wichtig ist, niemals Finder-Kopien machen, weil Finder-Kopien sind nicht gesichert. Das heißt, es wird nicht nachgeguckt, der Finder kopiert irgendwas wohin, von der Quelle auf das Ziel, und hinterher wird nicht geguckt, sind die Bits auf dem Ziel wirklich 1:1 identisch mit den Bits auf der Quelle. Und genau das macht Hedge und ist dabei genauso schnell wie eine Finder-Kopie, abgesehen davon, dass man eine Finder-Kopie parallel halt nicht funktioniert, also die letzten 20 Jahre bei Apple nicht funktioniert hat und sich dann gegenseitig im Weg steht und es immer langsamer wird, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig kopiert. Das ist nicht der Fall, und obwohl die Bits sozusagen bei Hedge auch 1:1 überprüft werden, das heißt, man kann 100% sicher sein, dass die Ergebnisse auch ankommen auf dem Ziel, ist es nicht langsamer als eine Finder-Kopie. Und sowieso schneller, wenn man natürlich parallel mehrere Sachen auf einmal macht. Das geht ja, wie gesagt, beim Finder gar nicht gut. Also wir sehen ein super professionelles Produkt. Enterprise SSD heißt nicht nur Geschwindigkeit, 3000 Megabyte pro Sekunde, das heißt auch Zuverlässigkeit, weil die SSDs sind nicht gleich SSDs. Festplatten, wissen wir, gehen irgendwann kaputt nach ein paar Jahren. Wir haben auch Festplatten. Ultrastar fallen mir da gerade ein, auch Enterprise-Festplatten, da gibt es diese Unterscheidung auch, die tatsächlich in Servern bei unseren Kunden schon 15 Jahre, 24 Stunden am Tag durchlaufen. Muss aber nicht so sein, kann auch schon nach einem halben Jahr kaputt gehen, wenn man Pech hat. Also Backups bitte machen. Ja. Und bei SSDs ist es genauso. Die haben eine gewisse Schreib-Lesezyklus-Rate, die sie erreichen im Durchschnitt natürlich. Und danach gehen sie auch kaputt. Also sie sind für eine gewisse Lebenszeit gebaut, was die Zyklen des Schreibens und des Lesens angeht. Und bei Enterprise-SSDs ist dieser Zyklus 2- bis 3-mal so hoch wie bei denen, was man in so Märkten halt normalerweise kaufen kann. Also sie sind da weit entfernt von Consumerware. Das ist echte Enterprise-Qualität. Und ja, das mag ich auch gerne, weil wir wollen gerne Kunden haben, die zufrieden sind und nicht bei uns auf der Matte stehen und dann sagen, das hat nicht getaugt. Ja, also deswegen sind unsere Produkte alle komplett selektiert, ich würde fast sagen kuratiert von mir und meinem Team für unsere Zielgruppe. Das sind in der Hauptsache halt Fotografen und Filmproduktion. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch neugierig gemacht. Ihr könnt im Shop bei uns einfach gucken, maconsultshop.de. Wenn ihr Pro-Blade eingebt, dann seht ihr alle Produkte, die es da gibt. Also die verschiedenen Module, 1, 2 und 4 Terabyte im Moment. Diese stationäre Station und die portable Hülle dazu über USB-C. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.